Sonntagmorgen, kurz nach sieben. Angela Beate Pitzold könnte ausschlafen, Brötchen holen oder zu einem Ausflug aufbrechen. Aber sie fährt arbeiten. 50 Kilometer. Eigentlich ist die Dresdnerin seit 4 Jahren im Ruhestand. Doch im kleinen Erzgebirgsort Rehefeld fehlt eine Pfarrerin seit langem schon. Ich bin kein passionierter Frühaufsteher. Das ist für mich schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber ich tue es trotzdem gerne. Ich weiß, dass eine Gemeinde auf mich wartet, eine kleine, feine Gemeinde. Lange war Angela Beate Pitzold Seelsorgerin in einem Gefängnis. Nun hilft sie Gemeinden in Personalnot. Liebe Gemeinde hier in Rehefeld, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu Ihrem Kirchweihfest. Gut 2-mal im Monat predigt sie, so wie viele der 30 Mitglieder der evangelischen Zehntgemeinschaft, alles sächsische Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand, die ehrenamtlich ein Zehntel abgeben wollen von ihrem Reichtum an Zeit. Ich möchte dazu beitragen, dass das Wort Gottes weiterläuft und weiter verkündigt werden kann, dass die frohe Botschaft, die mir aufgetragen ist, als Pfarrer ist man ja auch bis zum Lebensende, dass ich da mitwirken kann. Nach dem Gottesdienst in Rehefeld geht es im fliegenden Wechsel nach Hermsdorf auf den Erzgebirgskamm. Auch dort fehlt ein Pfarrer. Wir kommen von der Situation her, dass wir vor 2,25 Jahren noch 8 Pfarrer hier in der Region waren. Und durch Ruhestand und durch Stellenwechsel wir jetzt noch 3 sind. Für 29 Kirchen. Es wurden auch Pfarrstellen abgebaut, um zu sparen, wie überall in der Landeskirche. Im Osterzgebirge helfen die Ruheständler der Zehntgemeinschaft besonders oft. Also wenn der Dienst von den Ruheständlern hier nicht ist, also werden viel weniger Gottesdienste. Wir haben jetzt eine gute Erfahrung gemacht mit den Ruheständlern und hatten da auch schon wirklich sehr schöne Gottesdienste. Und die kommen auch alle mit großer Begeisterung, denke ich. Die hat Angela Beate Pitzold auch noch nach dem 2. Gottesdienst an diesem Sonntagvormittag, selbst wenn die Gemeinde klein ist. Sonntag ohne Gottesdienst ist wie ein Sommer ohne Sonne. Die genießt die Pfarrerin an diesem Sonntag später auch noch. Die nächsten Gottesdienste im Osterzgebirge stehen längst in ihrem Kalender.